Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier zwei Mini-PCs auf einer Kiste stehen und das Besondere hieran ist, und darum geht es heute, dass die Mini-PCs lediglich mit einem Slot in DVD-Laufwerk oder CD-Laufwerk bestückt werden können. Und zwar zum Beispiel mit so einem hier, was ich von Dark Phoenix 420 bekommen hatte und bisher noch nicht verbaut habe. Das möchte ich in diesem Video jetzt nachholen. Das Slot-In-Laufwerk hat anders als normale Slimline-Laufwerke keine Schublade, sondern einen Schlitz, wo man die DVD reinschieben kann. Eine Automatik zieht die DVD dann rein und beim Ausspucken dasselbe in grün, nur eben andersherum. Das Besondere dieser Slimline-Laufwerke ist der Anschluss. Die Laufwerke können nicht mit normalen SATA-Stromsteckern betrieben werden. Die Datenkabel dagegen sind kompatibel. Und zwar ist links der Stromanschluss. Die Laufwerke brauchen nämlich lediglich 5 Volt. Ein normaler SATA-Stromstecker würde neben 5 Volt ja auch noch 12 Volt und 3,3 Volt gegebenenfalls rausführen, nicht bei jedem Netzteil. 5 Volt und 1,5 Ampere, wie man sieht. Und ein Adapterkabel kann beispielsweise so aussehen. Dies ist der SATA Slim-Anschluss. Und das Adapterkabel hat am anderen Ende einen normalen SATA-Datenstecker und einen Molex-Stromstecker. Und da kann man dann eben das Netzteil anschließen, um das Laufwerk auch in mehr oder weniger normalen PC-Gehäusen betreiben zu können. In Anführungsstrichen, weil so ein normales Desktop-Gehäuse braucht natürlich ein normales 5,25 Zoll Laufwerk. Es kommt natürlich auch immer darauf an. Jetzt bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, doch eigentlich schon, in welchen PC ich das Laufwerk verbaue. Das hier wäre dann mein AMD E350 System mit dieser Ontario APU aus dem Jahre 2011. Und dies ist ein Intel Atom Nvidia Ion System mit dem Atom 330, ja, Atom 330 meine ich, mit 2x 1,5 GHz. Und Nvidia Ion Chipsatz mit einer Nvidia Grafikeinheit. Bei dem System ist die E350 APU mit 2x 1,6 GHz und der AMD Radeon HD 6310 Grafik verbaut. Auch nichts Besonderes. Das Slot-In-Laufwerk soll also nun in den E350-basierten PC, mit dem man noch ein bisschen mehr anstellen kann, wie mit dem Intel Atom Nvidia Ion System. Dennoch zeige ich euch beide Systeme nochmal von innen, angefangen mit dem Atom-System. Ja, dies ist dann der Halterahmen für das Slot-In-Laufwerk sowie für ein 2,5 Zoll Laufwerk, in dem Falle eine OSI-Z Vertex 2 SSD mit 60 GB. Das reicht aber auch völlig aus, weil das Mainboard hier von Asus lediglich SATA 3 GB-Anschlüsse besitzt. Man kann hier auch noch ein zweites 2,5 Zoll Laufwerk verbauen, nämlich hier im Rahmen des Slot-In-Laufwerks. Also hier, wo dann die Befestigung für das Slot-In-Laufwerk sind, dann kann man natürlich letzteres nicht mehr verbauen. Ja, das hier ist das Asus AT3N 7A-i Mini RTX Mainboard mit Onboard Intel Atom CPU und Nvidia Ion Chipsatz, wie gesagt. Dieses Board besitzt noch DDR2 RAM. Installiert habe ich Module von Mashkin aus der Silverline, glaube ich, mit insgesamt 4 GB und 800 MHz DDR-Takt. Das reicht aber auch vollkommen aus. Ja, das Gehäuse bietet auch ein integriertes Netzteil. Man braucht dann nur noch ein externes 12-Volt-Steckernetzteil anschließen mit mindestens
Ja, 60 Watt wäre schon nicht schlecht. Und auch zwei 60 mm Lüfter sind verbaut, allerdings nicht gerade die leisesten. Die pusten die Abwärme nach oben hin dann raus. Ja, so viel dann eigentlich auch hier zu dem System. Habt ihr das dann schon mal gesehen? Jetzt komme ich zu den anderen. Ups, das war das Metallgehäuse, nichts Schlimmes. Jetzt komme ich mal zu dem anderen System und das öffne ich jetzt auch mal. Dies ist übrigens genau das gleiche Gehäuse, aber das habt ihr ja bestimmt auch schon vermutet. Hier ist auch eine SSD verbaut und zwar eine OCZ Agility 3 mit ebenfalls 60 GB, aber mit SATA 6 GB Schnittstelle. Denn das Mainboard, das ist das Gigabyte E350N USB 3 mit integriertem USB 3.0, besitzt 4x SATA 6 GB Anschlüsse. Und das ist dann hier der Kühlkörper, der E350 APU und des A55M Chipsatzes, glaube ich. So um den Dreh rum. Und hier sind dann schon DDR3 Speichermodule verbaut mit insgesamt 4 GB und 1333 MHz von Samsung und Kingston. Eine Mischbestückung, aber funktioniert ja auch. Und jetzt verbaue ich hier dann das Slot-In-Laufwerk. Ah, sehr schön. Die Anschlüsse sitzen hier. Also es könnte noch funktionieren, dass das Kabel sich nicht in die Quere kommt. Ich kann aber noch mal kurz das Ganze anschließen. Ja, können die sich durchaus in die Quere kommen, die Anschlüsse. Ich muss mal gucken, wie weit ich das Slot-In-Laufwerk rausschieben kann. Für die optimale Einbautiefe empfiehlt es sich, das Slot-In-Laufwerk ein bisschen weiter rauszuschieben als nötig. Ich übertreibe das jetzt mal so ein bisschen und hier mit dem Kabel ein bisschen aufpassen. Ich lege das mal hier drauf und dann ansetzen. Da muss das hin. Und den dann so weit vorschieben, dass man das hier auch einbauen kann. Und dann habt ihr die Einbautiefe des Laufwerks. Und jetzt schaue ich mal, ob das hier mit den Anschlüssen dann, ja, ganz knapp bemessen. Da müsste ich mal eben gucken. Hier ist der SATA-Anschluss. Ja, doch, passt noch. Okay. Beim Gehäuse wurden auch gleich passende Schrauben mitgeliefert. Da müsst ihr dann mal schauen. Auch besonders kleine Schrauben mit einem sehr feinen Gewinde sind dabei. Die dürften dann für das Slot-In-Laufwerk sein. Da müsst ihr dann mal gucken. Und dann mal schauen, ob das Aufrüsten erfolgreich war. Ja, da tut sich schon mal was, denke ich mal. Dann ändern wir nochmal die Bootgeräte-Reihenfolge im BIOS. Das findet man unter Standard CMOS Features, offenbar nicht. Advanced BIOS Features. Und hier ändere ich das First Boot Device auf CD-ROM. Und das zweite ist dann die Festplatte. Harddisk. Auf dem Rechner läuft Windows 7, vermutlich 64-Bit, weil ich ja 4 GB RAM installiert habe. Wobei, ich kann auch noch mal kurz nachgucken.
Ja, Windows 7, wie gesagt. Dann gehe ich mal hier kurz in die Systemsteuerung nach dem Rechten schauen, ob man hier was von dem DVD-Laufwerk denn sehen kann. Die Auflösung könnte ein bisschen besser sein. Es ist auch nur ein 32-Bit-System installiert. Interessant. Und hier, wenn man hier mal im Gerätemanager schaut, dann müsste das Laufwerk, meine ich, ups, okay, hier auftauchen. Und das tut es auch. Moment. Genau, das sieht gut aus. Gut, dann mal gucken, ob er von der Ultimate Boot CD starten kann. Dann nochmal ein neuer Versuch und zwar diesmal andersrum dann. Ja, das muss man natürlich wissen, wie rum die CD in das Laufwerk muss. Ja, das klingt schon mal besser. Oh ja, jetzt aber. Ja, kann passieren. Gut. Das ist also hier der Inhalt der Ultimate Boot CD. Wunderbar. Ja, das war's dann schon wieder mit diesem Video.